Die ersten Varianten oder die ersten Werte, die wir Ihnen hier heute zeigen wollen, sind vielleicht mal ein, zwei Titel, die in den letzten Videos auch mit präsentiert wurden. Allen voran haben wir hier den Wert Freeport mit dem Symbol FCX. Und ja, sehen Sie noch einen Wert von Mitte April, werden Sie sicherlich auch in einem der Videos wiederfinden. Hier ging es darum, können wir vielleicht mal kurz den Tag uns hier raussuchen, das war der 14. April, dass der Wert kurz vor einem Ausbruch über die 40-Dollar-Marke steht. Das war damals auch hier die Wette, die wir eingegangen sind, bis Juni über 40 Dollar. Jetzt hat der Wert natürlich diese Woche den Ausbruch geschafft und ist deutlich über die 40-Dollar-Marke gestiegen. Deswegen konnten wir jetzt auch den Rest der Optionen bereits mit 100% schließen. Und wir sehen natürlich hier im Chart, dass jetzt auch noch viel mehr Optionen reingekommen sind. Man sieht es hier auch schön, der Open Interest ist natürlich mit unserem Einstieg an diesem Tag schon um einiges gestiegen, aber an den folgenden Tagen sind auch noch weitere Einstiege hier auf den Juni Call hinzugekommen. Und ja, das ist nur ein Wert von den letzten Trades der Woche. Und sollten Sie keins dieser Videos verpassen, dann ja, subscriben Sie bitte zu unserem Kanal. Wir würden uns freuen oder lassen Sie uns einen kurzen Kommentar da. Dann können wir gern darauf reagieren. Jetzt aber einmal zu den Werten der aktuellen Woche. Da waren auch einige interessante Titel dabei. Vielleicht gehen wir direkt einmal auf den gestrigen Handelstag. Da sehen wir nämlich Nokia jetzt mit dem größten Ausschlag oder besser gesagt mit einem Ausbruch über die 5-Dollar-Marke. Das waren hier schlussendlich noch die Quartalszahlen vom 28. auf den 29., die den Sprung nach oben gebracht haben. Das sieht jetzt gar nicht so dramatisch aus, dadurch, dass wir hier diese Januar-Situation hatten, wie bei vielen anderen Titeln. Jetzt sehen Sie es vielleicht etwas besser, dass es wirklich hier eine schöne Aufwärtsbewegung gab bei Nokia. Grund war hier ein Rating, was auf Nokia geändert wurde. Ich glaube, es war von Goldman 6 von neutral auf Übergewichtung. Das hat natürlich gestern zu dem entsprechenden Anstieg jetzt, geführt. Ah, es war Morgan Stanley, nicht Goldman 6. Also von Morgan Stanley gab es gestern diese Änderung der Bewertung, was natürlich dann auch gleich dazu geführt hat, dass der Wert auch hier massiv an Optionsvolumen zulegen konnte und ja, wir schon für die nächsten 2 Wochen dann mit einer Fortsetzung dieser Anstiege rechnen. Hängt natürlich jetzt alles auch ein Stück weit von der Situation im Gesamtmarkt ab. Und ein weiterer Titel, der natürlich speziell jetzt am Freitag ganz stark im Fokus stand, ist die Energy Transfer LP. Da sehen wir hier massiven Anstieg. Wir haben über 1 Million Call-Optionen gestern gehabt. Zum Vergleich sehen wir hier, durchschnittlich sind 50.000. Also das war prozentual ein Riesenanstieg hier bei ET. Wir sehen einer der wesentlichen Werte hier, der Call auf 5 Dollar bis zum 21. Bis zum 21. Januar 2022. Der liegt natürlich schon dementsprechend stark im Geld. Also das kommt eigentlich in der Form, wenn man so nimmt, schon einer ja, Aktienposition fast gleich. Hier war auch noch nicht so viel im Open Interest, hatten durch den Vorteil, statt hier 9,84 Dollar zu zahlen sie in der Form hier nur 4,85 und haben natürlich dann insgesamt auch eine geringere Marginbelastung. Aber es gab auch viele andere Optionen. Ich glaube, hier in dem Bereich sind auch einige Optionen einfach mal gerollt worden. Hier, ich denke mal, das Interessanteste auch mit einer Option mit Strikepreis 10 auf Juni. Das sollten, glaube ich, für ET auch die nächsten Kursziele sein. Also hier war der Grund, die Quartalszahlen, also recht simpel, der Anstieg hier größtenteils von den Quartalszahlen beeinflusst. Ansonsten war natürlich diese Woche weiterhin in der Bereich der Quartalszahlen von vielen großen Titeln. Wir wollen uns aber mal ein ETF anschauen, was diese Woche auch wieder recht gut zurückgekommen ist oder besser gesagt
Ein Rohstoff, wenn man so nimmt, das ist nur das ETF auf den Rohstoff mit GLD, also das Gold-ETF, was hier in den letzten 2 Tagen auch so das Doppelte an Volumen hatte, was wir sonst durchschnittlich feststellen. Und dementsprechend kommt es natürlich hier bei Gold oder kann es bei Gold jetzt charttechnisch auch zu einer Bewegung Richtung 175 kommen, was das ETF anbelangt. Also da haben wir natürlich neben dem ETF auch viele andere Werte gesehen, die vom Goldpreis beeinflusst sind oder abhängig, wie zum Beispiel das Goldminen-ETF, hier eins der bekanntesten mit GDX. Das ja, hängt im Prinzip natürlich alles damit zusammen, was wir jetzt gerade eben bei dem Goldpreis selbst gesehen haben, die Entwicklung der letzten Tage. Und ansonsten gab es natürlich auch weitere interessante Aktien oder Titel, die wir Ihnen auch hier noch mit zeigen wollen. Ich glaube, eins der interessantesten ist momentan der Wert EWZ. Das ist auch ein ETF, aber hier auf den brasilianischen Index. Und da haben wir eigentlich charttechnisch die interessanteste Situation aktuell. Können Sie hier mal kurz einzeichnen. Ja, das ist im Prinzip der Punkt um die 38 Dollar. Der wurde jetzt einmal durchbrochen mit der Kerze Anfang des Jahres, aber die Dynamik und das Call-Volumen gestern lassen jetzt sehr, sehr stark vermuten, dass wir einen folgenden oder weiteren Ausbruch in den nächsten Wochen erleben werden, vielleicht sogar dann über die 39. Das waren zumindest jetzt hier die großen Wetten, die wir gesehen haben. Hier sehen Sie auch nochmal die Call-Option bis Juni auf 39. Das ist gestern alleine 180.000 in dieses ETF geflossen. Das sind hier ja in der Form schon Größenordnungen, die dann ja weit über den Millionenbereich hier hinausgehen. Je nachdem, wo die jetzt natürlich eingestiegen sind, kann man hier schon davon ausgehen, dass der Open Interest dann am Montag dementsprechend stark ansteigt und höchstwahrscheinlich 5 bis 10 Millionen alleine in dieses ETF geflossen sind. Also EWZ, von allen Signalen, die wir diese Woche gesehen haben, glaube ich, mit eines der interessantesten. Ansonsten bleibt natürlich auch noch einige größere Titel zu nennen, wie Microsoft, die nach dem Einbruch hier jetzt sich langsam wieder fangen. Gab jetzt nicht das ganz große Call-Volumen, aber das könnte charttechnisch sicherlich auch noch interessant werden. Und wir haben auch Uber nach den Quartalszahlen eher mit einem Abwärtstrend. Jetzt wird sich natürlich hier die Frage stellen, inwieweit kann dieses Niveau gehalten werden. Es gab jetzt natürlich einige, die das günstige Niveau genutzt haben und auf den Rebound setzen, dass es wieder zurück auf 55 oder 60 kommt in den nächsten Monaten. Sie sehen insgesamt natürlich üblich nach den Quartalszahlen und da haben wir in der jetzigen Phase, so Ende April, Anfang Mai natürlich einiges gehabt. Da ist viel Bewegung, viel Volatilität, viel Volumen drin. Das hängt natürlich dann immer mit den bevorstehenden Quartalszahlen zusammen und dann natürlich danach auch mit dem dementsprechenden Ausgang. In den Situationen ist es immer etwas schwieriger, würde ich jetzt behaupten, irgendwo Trades anzusetzen, es sei denn, man spekuliert jetzt ganz konkret auf einen Ausgang bei den Quartalszahlen. Ja, neben diesen Werten vielleicht noch ein Wert zum Abschluss und zwar hier der Titel JCI. Johnson Controls, wenn Sie sich mal den Chart insgesamt ansehen, ein Wert, der von 45 jetzt auf 65 gestiegen ist, hat vielleicht nicht das ganz große Volumen, zumindest nicht im Optionsbereich, aber charttechnisch sieht das ganz interessant aus, auch wenn Sie sich mal die EMAs darunter anschauen, prinzipiell ohne die ganz großen Ausschläge. Ein super Aufwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat und hier sollte die Reise auch in den nächsten Wochen, je nach Gesamtmarktsituation, noch etwas weitergehen. Ist ein Titel, da sind auch die Zahlen im Prinzip jetzt schon gelaufen bei JCI und gab einige News am Freitag, ist ein Wert aus Irland im Bereich Engineering and Construction, wo es dann auch Meldungen gab, um jetzt speziell, wo hatten wir es, die Reduzierung von Kühlmittel in Klimaanlagen und Kühlschränken.
Und hier sollte es über die nächsten 15 Jahre zur Reduzierung von 85% kommen. So wie es scheint, gibt es hier wohl schon mögliche Lösungen. Und da ist Johnson Controls ganz vorne mit dabei. Und das hat sich auch dementsprechend hier im Optionsvolumen am Freitag mitgezeigt. Von daher, das mal so die interessantesten Titel der letzten Woche mit, sage ich mal, Hauptfokus auf das brasilianische ETF mit dem Symbol EWZ. Aber hier werden Sie sicherlich auch einige andere Werte finden oder andere ETFs, die auch hier ein Stück weit mit auf ja, den brasilianischen Markt oder den brasilianischen Markt ein Stück weit mit abbilden. Ja, sollten Sie auch keines der weiteren Videos verpassen wollen, dann bitte subscriben Sie hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Bis dahin.